Im Rahmen des diesjährigen Kreisfeuerwehrtages des Landkreises Konstanz steht auch die Jugendfeuerwehr im Fokus. Die Leistungsspanne der deutschen Jugendfeuerwehr wird hier abgenommen. Die Jugendlichen treten in insgesamt 5 Disziplinen an. Der Löschangriff und die Schnelligkeitsübung als feuerwehrtechnische Aufgaben. Darüber hinaus gibt es noch einen Sportteil, Kugelstoßen und Staffellauf, sowie einen theoretischen Teil, wo die Jugendlichen ihr Wissen rund um Feuerwehr, Politik und Gesellschaft erzählen können. Bei der heutigen Abnahme treten insgesamt 10 Jugendfeuerwehren an, 90 Teilnehmer insgesamt. 8 Gruppen aus dem Landkreis Konstanz und 2 Gastjugendfeuerwehren aus Waldshuttingen. Wir sind jetzt hier bei der Schnelligkeitsübung. Bei der Schnelligkeitsübung muss die Gruppe eine Schlauchleitung bestehend aus 8 C-Schläuchen verlegen, ohne Windungen. Jeder Schlauch hat eine Länge von 15 Metern. Insgesamt ist die Leitung dann 120 Meter lang. Das Ganze wird auf Zeit gewertet, wobei man für die volle Punktzahl weniger als 55 Sekunden benötigen darf. Jeder Jugendliche kuppelt dabei mit seinem Vor- und Nachgänger und der Gruppenführer kontrolliert am Ende die Schlauchleitung. Am Ende tritt die Gruppe wieder an und sobald der Gruppenführer die Hand hebt, ist die Übung beendet und die Zeit wird gemessen. Die Jugendfeuerwehr Bohlingmoos ist jetzt zum Löschangriff angetreten. Der Löschangriff ist eine Übung der Feuerwehr, ganz klassischer Brandeinsatz. Hier wird simuliert, dass das Wasser aus einem See entnommen wird und dann nach vorne transportiert wird. Der Schlauchtrupp und Wassertrupp baut jetzt die Saugleitung auf, unterstützt bitte dabei vom Maschinisten. Und während die Saugleitung von Wassertrupp und Schlauchtrupp gekuppelt wird, hat sich der Angriffstrupp bereits nach vorne begeben und baut von dort, vom Verteiler, die erste Leitung zum ersten Strahlrohr auf. Saugleitung auf. An der Saugleitung selbst werden jetzt noch Halte- und Ventilleine angebracht, damit einmal die Leitung entwässert werden kann, sowie nachher auch einfacher wieder entnommen werden kann. Gruppenführer und Melder sind von ihrer Erkundung zurück. Sie haben zusammen mit dem Angriffstrupp sind sie nach vorne gegangen und haben dort die Brandstelle erkundigt.
Jetzt begeben sie sich dann zurück zum Verteiler und erwarten dort den nächsten Trupp. Die Übung wird von den Schiedsrichtern des Landkreises Konstanz bewertet, wobei jeder Schiedsrichter für einen Trupp zuständig ist. Der Maschinist befestigt jetzt die Leinen am Anschlagpunkt. Der Schlauchtrupp begibt sich mit Schläuchen zum Verteiler und legt diese als Schlauchreserve dort bereit. Der Wassertrupp verlegt die Leitung von der Pumpe zum Verteiler. Wassermarsch! Wassermarsch! Wassertrupp einsatzbereit? Okay, dann Wassertrupp zur Brandbekämpfung im zweiten Rohr. Also die Wassermarsch! Wassertrupp zur Brandbekämpfung im rechten Seite. Der Wassertrupp hat jetzt seinen Einsatzbefehl bekommen, sich als zweiter Trupp auszurüsten, rüstet sich jetzt ebenfalls mit Leinen, Handscheinwerfer, Strahlrohr aus und geht dann nach vorne auf den rechten Brandabschnitt. Zweites Rohrwassermarsch! Nun bekommt der Schlauchtrupp seinen Einsatzbefehl als dritter Trupp und er wird sich ebenfalls ausrüsten und dann mit dem dritten Strahlrohr zum mittleren Brandabschnitt vorgehen.
Jetzt sind alle drei Strahlrohre im Einsatz und der Gruppenführer schickt den Melder mit der Lagemeldung an den Schiedsrichter. Zweites Rohrwasser halt! Zweites Rohrwasser halt! Drittes Rohrwasser halt! Drittes Rohrwasser halt! Wasser halt! Wasser Der Gruppenführer hat vom Schiedsrichter den Befehl bekommen, zum Abmarsch fertig. Die Gruppe tritt geschlossen am Verteiler an und begibt sich dann zur Pumpe, wo der Maschinist bereits wartet. Nachdem die Gruppe dann zum Maschinisten vor an die Pumpe gelaufen ist, tritt sie noch einmal an und meldet dem Schiedsrichter, dass die Übung erfolgreich durchgeführt wurde. Danach tritt die Gruppe ab und begibt sich zur nächsten Übung.